Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das magnetische Feld. Man hat ein bisschen geforscht beim magnetischen Feld. Das war ja, Magnetismus war doch schon länger bekannt wie Elektrizität, dass das zusammengehört, das hat man erst später erkannt. Aber Magnetismus hat man eigentlich, man hat gewusst, es gibt starke Magnete, es gibt schwache Magnete und so weiter. Und man hat eben erkannt, ja, es gibt es. Man hat dann eine Sache benannt, die hat geheißen magnetische Induktion. Damit haben wir einfach gesagt, okay, wenn die magnetische Induktion groß ist, dann ist es halt ein starker Magnet. Wenn die magnetische Induktion schwach ist, ist es ein schwacher Magnet. Und man hat auch erkannt, die magnetische Induktion, die ändert sich je nach Abstand von den Magneten. In der Nähe ist sie stärker, weiter weg ist sie weniger stark und so weiter. Heute kennen wir diese magnetische Induktion unter dem Begriff magnetische Flussdichte. Okay? Sehr nahe verwandt mit der elektrischen Flussdichte, aber heute magnetische Flussdichte. Okay? Diese magnetische Flussdichte, die hat auch ein Formelzeichen bekommen. Ja? Formelzeichen der magnetischen Flussdichte ist B. 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 Ja? Und die Einheit der magnetischen Flussdichte hat man Tesla genannt. Tesla. Nicht nach Auto, sondern nach dem Wissenschaftler. Ein Tesla ist die Einheit der magnetischen Flussdichte. So, jetzt hat man herausgefunden, dass so eine Flussdichte Kräfte verursacht auf bewegte Ladungsträger. Stellen wir uns vor, wir haben hier irgendwo einen Ladungsträger. Eine Ladung, Q, ja, und die bewegt sie mit einer gewissen Geschwindigkeit. Wir zeichnen die Geschwindigkeit ein, da, so. Ah, das mache ich die Kraft nachher. Die Geschwindigkeit zeichnen die blaue, da gibt es da eine Geschwindigkeit V. Ja, die zeigt in eine gewisse Richtung, ist ein Vektor, deswegen mache ich das Pfeilchen drüber. Pack die düster dahin. Ja. Und jetzt kommt die in ein Feld, magnetische Flussdichte, das wirkt am Ort der Ladung, da in irgendeiner Richtung, ja, da das B, ja, das zeigt in irgendeiner Richtung, auch das ist also ein Vektor, mache ich auch wieder das Pfeilchen drüber, zeigt in irgendeiner Richtung dieses B. Ja. So, und jetzt hat man festgestellt, es wirkt eine Kraft. Ja. Es wirkt eine Kraft auf diese Ladung, und zwar normal auf die durch V und B aufgespannte Ebene. Ich habe da eine Richtung, ich habe da eine Richtung und da so dazwischen das definiert eine Ebene. Zwei Geraden definieren eine Ebene im Raum. Ja, und normal auf dieser Ebene wirkt eine Kraft. Ja, und zwar so, wie wenn man das V in das B hineindreht, ja, auf kürzestem Weg, also in dem Fall drehe ich halt das V auf kürzesten Weg da oben zum B. Ja? Und wenn ich das als Rechtschreib praktisch drehe, sehe, in diese Richtung wirkt die Kraft. Also in dem Fall so nach hinten. Ja? Wirkt eine Kraft F auf dieses bewegte Ladungsteilchen. Okay? Und die Kraft F steht eben normal da auf den V und steht auch normal auf den B. Also das zwischen V und B, die machen eine Ebene und das F geht da bug normal weg. Ja? Das heißt, wenn das B in die andere Richtung gezeigt hätte, müsste ich das V nach oben drehen und die Rechtschraube würde praktisch das V so nach außen runterziehen. Ja? Und wenn das V in die andere Richtung geht, ebenso. Ja? Weil dann drehe ich das in diese Richtung, geht ebenfalls nach außen. Ja? Es hängt also wirklich ab, in welche Richtung das fliegt und in welche Richtung das B-Feld ist.
Interessanterweise, wenn das in Richtung des B-Feldes fliegt, in Richtung des magnetischen Feldes, dann gibt es überhaupt keine Kraft, hat man auch festgestellt. Und am ärgsten ist die Kraft, wenn die zwei Sachen auch normal aufeinander sind. Das heißt, wenn das B in irgendeiner Richtung zeigt und normal drauf ist das V, ja, dann ist die Kraft, die dieses Ladungsteilchen da ablenkt, extrem. Ja. Wenn sie in die gleiche Richtung zeigen, ist null. Das geht mit dem Sinus. Ja. Je ähnlicher sich die Richtungen von V und B sind, desto schwächer ist die Kraft. Ja. Also das ist irgendwie so, ja, es wehrt sich ein bisschen, gell, dass da quer eingeschossen wird. Ne? Mathematisch lässt sich das Ganze mit Hilfe des sogenannten Exproduktes berechnen. Ne? Man sagt nämlich, die Kraft F ist gleich einmal die Ladung Q, ja, je stärker die Ladung ist, desto stärker wird die Kraft, die da drauf wirkt. Ja. Und dann auch, je stärker die Geschwindigkeit wird, mal V, ja, je stärker die Geschwindigkeit wird, desto ärger wird die Kraft. Ja. Und dann natürlich auch, je stärker das Magnetfeld wird, desto ärger wird die Kraft. Aber was wir da noch nicht drin haben, ist diese Richtungsabhängigkeit, gell, dass das, wenn es in die gleiche Richtung zeigt, dass das Null ist, da hilft uns ein Konstrukt, das sogenannte vektorelle Produkt, Exprodukt. Ja. Schaut so aus. Ja, mache ich so ein Malzeichen hin. Ja. Was heißt das jetzt? Ja. Genau das, was ich gesagt habe. Ja. Das ist Exprodukt. Das liefert interessanterweise genau das, was ich gerade erwähnt habe. Ja? Und zwar, wenn ich die Richtung haben will. Ja? Die Richtung, dann mache ich diese rechte Handregel. Ja? Also das V, das erste, drehe ich auf kürzesten Wegen das B und je nachdem, in welche Richtung ich drehe, habe ich die Richtung des resultierenden Vektors. Okay? Also, ich schreibe da einfach her, Richtung hineindrehen und rechte Hand und Rechtschraube mache ich. Ja, gib die Richtung vor. Und der Betrag, wie arg ist jetzt die Kraft? Jetzt wissen wir mal, in welche Richtung das zeigt und wie arg ist die Kraft. Das heißt, wenn ich den Betrag der Kraft wissen will, der ist, ich meine, das ist ein Skalar, das ist kein Vektor, Q, ja, passt. Dann den Betrag der Geschwindigkeit, das heißt, wie schnell ist jetzt wirklich in km/h, nicht ohne Richtung, mal der Betrag vor dem, und wir haben gesagt, da ist ja aber auch noch eine Richtungsabhängigkeit drinnen, gell? Da haben wir noch eine gröbere Richtungsabhängigkeit. Und hier zwischen V und B haben wir einen Winkel. Ja? Ich nenne den jetzt einfach Theta. Ja? Wurscht, Theta. Hätte den Alpha auch nennen können, aber das macht auch jeder. So, und dann haben wir noch in Sinus von diesem eingeschlossenen Winkel. Okay? Sinus Theta da drin. Das heißt, was ist der Sinus von 0? Das heißt, wenn der Winkel 0 ist, in die gleiche Richtung, 0. Was ist der Sinus von 180 Grad? Das heißt, in die entgegengesetzte Richtung, 0. Das heißt, die Kraft ist nichts. Der Sinus von 90 Grad ist 1. Das heißt, genau wenn die Sachen 90 Grad aufeinander stehen, dann habe ich da eine maximale Kraft. Okay? Dass diese Kraft, so hat man einfach festgestellt, dass die gibt, ja, ist die sogenannte Lorentzkraft, heißt das. Welche Farbe schreibe ich das? Das ist schön. Lorentzkraft. Die Lorentzkraft wirkt auf einen bewegten Ladungsträger im magnetischen Feld mit einer magnetischen Flussdichte, einer gewissen magnetischen Flussdichte. Gibt es die Lorentzkraft.
Man könnte also zum Beispiel ausrechnen, sagen wir, ich habe jetzt da irgendwo ein Elektron, ja, und das fliegt da. Ja, das fliegt mit einer gewissen Geschwindigkeit v, fliegt das Elektron dahin. Ja. Und dann kommt es plötzlich in einen Bereich, ja, da ist jetzt plötzlich ein Feldbereich, warum auch immer, ist doch egal. Ja. Das ist jetzt plötzlich ein Feldbereich und da geht das B. Und ich sage mal, das B geht einfach oben. Okay, da nach unten geht das B. Jetzt tritt dieses Elektron hier ein. Ja, hier tritt es in den Feldbereich ein. Es hat jetzt eine Geschwindigkeit, es hat eine Ladung. Ja, also erfährt es eine Kraftwirkung. Okay, was ist die Kraftwirkung? In welche Richtung geht die Kraftwirkung? Nun, V geht in diese Richtung. Ja, da ist V. B geht nach unten, ich drehe V in B hinein, das heißt die Kraftwirkung auf mein Teilchen ist in diese Richtung. In diese Richtung wirkt plötzlich die Lorentzkraft. Okay? Wenn jetzt auf ein bewegtes Teilchen eine Kraft einwirkt, was macht das Teilchen? Es beschleunigt in die Richtung. Okay? Das heißt, wenn wir etwas später schauen, ich zeichne das jetzt schon so ein, wie es ist. Ja. Dann habe ich hier mein Elektron. Dann geht die Kraft in diese Richtung, die Geschwindigkeit in diese Richtung. Gell. In welche Richtung geht jetzt die Kraft? Das geht nach unten, das da, 90 Grad. Die Kraft plötzlich geht in diese Richtung. Ja. Ist aber gleich groß geblieben, weil ja zwischen der Geschwindigkeit V und dem nach wie vor ein Winkel von 90 Grad herrscht. Okay. Das heißt, ich befinde mich, wenn wir so eine Kraft haben, die immer in die Mitte zieht, ja, eine Zentripetalkraft, dann befinde ich mich hier auf einer Kreisbahn. Ja, dann fetzt mein Elektron da so in Gras, ja, auf einer Kreisbahn, bis da wieder irgendwann den Feldbereich verlässt, ja, und da fetzt es wieder gerade raus. So wird das ausschauen. Ja? Und da ist eins nach dem anderen, da fliegt es dahin. Ja? So schaut das aus. Also wenn ich ein Elektron praktisch hineinfetze in ein magnetisches Feld, dann dreht es um und kommt wieder zurück zu mir. Ja? Gottes Willen. Aber er macht einen gewissen Radius. Den kann man übrigens ausrechnen, der Bug. Der macht einen gewissen Radius eher da. Ja? Wie geht das? Ja. Wir haben ja was gehört von der Elektronenmasse, ja, die Masse des Elektrons, die ist 9,11er Porsche, ja, mal 10 hoch minus 31 Kilogramm, kleiner Porsche. Mehr können wir sich nicht leisten. Ja. Und es wirkt natürlich, wenn das sich auf einer Kreisbahn befindet, wirkt da nach außen, wirkt die Zentrifugalkraft, ja, Zentrifugalkraft, und die ist die Masse mal der Geschwindigkeit zum Quadrat dividiert durch das R. Ja. Das ist die Zentrifugalkraft. Und natürlich, wenn die Zentripetalkraft, also die Lorentzkraft, und die Zentrifugalkraft im Gleichgewicht sind, ja, dann bin ich dort. Ja, weil dann bin ich auf der Kreisbahn. Gell? Also wenn genau so eine Kreisbahn eingeschlagen wird, und ich meine, jetzt kann man die Kraft ausrechnen, die Lorentzkraft, das F, ja? Das muss also gleich, das muss genauso groß sein wie das F, und das ist wieder das Q, ja? Das Q ist minus E, minus die Elementarladung, also minus 1,602 mal 10 hoch minus 19. Ja? Schau! Habe ich falsch eingezeichnet. Warum habe ich das jetzt falsch eingezeichnet? Kommt ihr drauf? Ich habe einfach angenommen, das ist eine positive Ladung. Und eine positive Ladung würde die Kraft in diese Richtung wirken. Wenn die Ladung aber negativ ist, dann wirkt die Kraft in diese Richtung. Und ich habe genau das Gleiche nach unten eigentlich.
Was mal alles draufkommt, gell? Auf alle Fälle ist die Kraft F minus 1,602 mal 10 hoch minus 19, ja, mal V, was sage ich denn da jetzt? Dann sage ich einfach V, sind 2000 Meter, ist ja ein Porsche, ne? Bis aber 2000 Meter pro Sekunde ist ja wurscht. Wird er auch nicht hinbringen. Ja. Mal 2000 Meter pro Sekunde, ja. Was haben wir da? Q mal V mal B, und das B sage ich, da ist das B. B, 2 Tesla. Das ist relativ viel, sage ich. Mal 2 Tesla, ja. Da schreibe ich noch Coulomb dazu. Ja. Was haben wir in so einem Fall für eine Kraft? Ja. Was haben wir da für eine Kraft? Schreibe rot. Wie viel Newton bringen wir hier zusammen? Schauen wir das an. Haben wir nicht die Reflexion drin? Nein, es geht. Also minus 1,602, 10 hoch minus 19, ja, mal 2000 Meter pro Sekunde, mal 2 Tesla, immer in Einheiten einsetzen, dann passt es. Ja. Kommt außer, war relativ wenig, minus 6,408 mal 10 hoch minus 16 Newton. Nix, nicht? So, wir als elektrische, als mechanische Ingenieure oder angehende Ingenieure, was ist denn der Esner? Das ist eine Kraft. Ich meine, nicht mal ein Flinschiss. Aber egal, das kommt halt raus. Jetzt wissen wir ungefähr, wie groß diese Kraft ist. Ja. Jetzt war es natürlich interessant, welchen Radius brauchen wir, diese kleine Kraft hier kompensieren. Nun, wir haben die Daten des Elektrons, ja, also wir wissen jetzt, dass minus 6,408 mal 10 hoch minus 16 Newton, ja, muss gleich sein. Und jetzt, wenn es Minus ist, geht die Kraft eigentlich nach unten und eigentlich biegen wir da unten an. Ja. Beachten bitte. Ja. Die Masse des Elektrons, also 9,11 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm mal V Quadrat, das waren 2000 zum Quadrat, Meter Quadrat pro Sekunden Quadrat, ja, dividiert durch, und jetzt unten habe ich nochmal das R, ja, und das möchte ich hier ausdrücken. Ja. Das heißt, mein Radius R sind, was ist das jetzt? Bringe ich rüber. Also da auf der einen Seite bleibt stehen 9,11 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm mal 2000 Quadrat, Meter Quadrat pro Sekunden Quadrat dividiert durch 6,408 mal 10 hoch minus 16 Newton. Wenn das wegkommt, bleibt Meter über, ja, Kilogramm Meter pro Sekunden Quadrat. Ja, das ist ja Kilogramm Meter pro Sekunden Quadrat. Das Kilogramm, 1 Meter kommt weg, Sekunden Quadrat kommt weg, bleibt nochmal Meter über. Das passt schon mal, Einheit passt. Und der Wert, was kommt der Wert? Der Wert. Ja, schauen wir das an. 9,11 mal 10 hoch minus 31 mal 2000 zum Quadrat. Dividiert durch, minus 6,408 mal 10 hoch minus 16, kommt raus, minus 5,69 mal 10 hoch minus 9 Meter, sind also minus 5,69 Nanometer. Und da können wir nicht ausweichen. Also das sind 5,7 Nanometer. Das ist ja nix. Ne? Das ist, wenn ich hier hineinschieße mit einem Elektron, das erwischt mich schon. Da kann ich, bin ich breiter. Gut. Ja. Aber es kommt in die Richtung. Ja. Das kommt auch da mit dem R minus.
Das kommt, wenn man es richtig interpretiert, kommt das schon raus. Also hier haben wir praktisch eine positive Ladung angenommen, aber die Kraft geht eigentlich in die andere Richtung, weil das Q negativ ist. Gut, das ist also die Lorentzkraft und die magnetische Flussdichte. Wo es eine magnetische Flussdichte gibt, wird es wohl auch einen magnetischen Fluss geben. Nächstes Mal schauen wir uns an, was mit diesem magnetischen Fluss auf sich hat. Ist jetzt nicht sehr kompliziert, wissen wir von dem elektrischen Feld, aber so wird es sein. Nächstes Mal magnetischer Fluss. Für dieses Mal danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.